Mein Leben, das ist anstrengend, weil ich die Sarkoidose jetzt auch in der Lunge habe und ich merke das. Ich habe nicht mehr genug Luft. Ja, ich merke das, dass wenn ich mich ein bisschen anstrenge, dass mir dann einfach die Luft fehlt. Ja, ich merke das. So, es ist Montag. Letzten Montag konnte ich nicht. Da war ich beim Arzt wegen meiner Sarkoidose. Aber heute kann ich und wir lassen uns Zeit, wie immer. Und lesen aus der Bild-Zeitung, meine lieben Freunde. Es ist jetzt so, dass wir gerade zu Hause Besuch haben. Die Melissa ist da aus Berlin mit ihrem Mann. Und ich nehme die Zeit trotzdem für euch. Ja, weil, all die Weil. Weil die Weil. Ja. So, und ihr seht ja, mein Bart wächst. Ja. Und ich habe vor, den auch wachsen zu lassen. Weil die Weil. Ja, ja, ich habe gerade was aus dem Auto geworfen. Wenn mich keiner erwischt, kostet es keine 100 Euro. Ja, heute machen wir mal was anderes. Heute mal kein Lachsbagel, denn die haben was Neues. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Die haben nämlich ein Laugenbrötchen mit Orbatztem. Viele von euch werden es nicht kennen. Orbatzter ist ein mit Zwiebel, Eiern und Gewürzen angemachter Camembert. Sehr herzhaft. Und man muss dafür einen reifen Camembert nehmen, den man auch gut kneten kann. Das ist sehr lecker. Wow. Der ist mild angemacht. Man merkt aber schön den Eigengeschmack von Camembert. Gewürze dazu. Sagenhaft. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. So, so wie es aussieht, gab es mal wieder einen Anschlag. Oder aus einem dummen Jungstreich wird wieder mal ein Anschlag gemacht. Ja. Wir haben inzwischen so viel Paranoia. Da hat irgendjemand einen Gullideckel auf eine Bahn geschmissen. Der Lokführer entkam nur knapp dem Tod. Das wünscht sich natürlich niemand. Ach so, okay. Da hat wohl jemand einen Gullideckel genommen und hat das an eine Brücke gehängt in der Höhe der Fahrerkabine. Ah, das ist natürlich pervers. Das ist natürlich pervers. Das glaube ich allerdings nicht, dass das ein dummer Jungenstreich war. Das sieht mir schon wie ein Anschlag aus. Es gibt eine neue Grundsteuer. Sie steigt bis um das 50-fache. Bin ich mal gespannt. Ich wohne ja in Niederstetten recht günstig. Und bin da auch sehr dankbar für. Deswegen, wenn bei mir die Miete jetzt ein bisschen steigt, ist das nicht ganz so schlimm. Angestellte würden für Digitalweiterbildung auch zahlen. Wobei jetzt ich der Meinung bin, dass das der Arbeitgeber zahlen muss. Aber nun, wer hört schon noch auf mich, ne? Auf mich hört ja keiner. Leute, das ist sehr, sehr lecker. Das ist wirklich der Hammer. Das schmeckt unglaublich gut. Auch noch was? Ah ja, hier. Noch eine Serviette für die Eierschalen. Ich habe ja Eierschalen da. Die müssen ja irgendwo hin. Da habe ich Salz. Und hier habe ich Eierschalen.
Denn ich kann ja kein Hätte List aus der Bild machen, ohne ein Ei zu essen. Das geht ja nicht. Ließ sich wunderbar schälen. Wunderbar. Mehr Salz? Ich esse nur noch mehr Salz. Für alle, die es noch nicht wissen, ich wiederhole mich ja gerne. Das Salz, was ihr kauft, dieses raffinierte Salz, das ist reines Natriumchlorid. Das heißt, die holen es aus dem Berg, schaffen es in die Fabrik und dort wird es ausgeschwemmt und ausgeschwemmt und ausgeschwemmt und ausgeschwemmt und ausgeschwemmt. Und wenn es ausgeschwemmt ist, wird es nochmal ausgeschwemmt. Und da werden alle anderen Mineralien vom Natriumchlorid getrennt. Also Kalium, Calcium, Gold, Silber, Spurenelemente, irgendwelche. Und Natriumchlorid. Und das Natriumchlorid, was dann übrig ist, deswegen ist das auch so salzig. Ihr müsst mal Meersalz kaufen. Die Bröckchen vom Meersalz könnt ihr so lutschen. Weil da alles noch drin ist. Deswegen nehme ich das ganz gerne, weil ich dann nämlich auch die Mineralstoffe kriege, die da ausschwemmen in der Fabrik. So, wo ist mein Orbachs? Das schmeckt so lecker. Da gehe ich nachher nochmal rein und sage das denen, weil ich bin ein Mensch, der wenn ihm irgendwas gefällt, auch nochmal hingeht und sagt, Leute, ganz großes Kino. Es schmeckt richtig geil. Das ist richtig gut. Ich hoffe, dass ihr das noch länger anbietet, weil das ist richtig lecker. Ja, ich mache es auch im Restaurant so. Wenn es Essen geschmeckt hat, gehe ich hin und sag's. Wenn es Essen nicht geschmeckt hat, aber essbar war, sage ich nichts. Außer sie fragt mich. Gell, Toni? So, jetzt gehen wir gleich mal auf die letzte Seite. Babyglück in der Karibik. Wer ist denn das? Die Anna-Maria Zimmermann, eine deutsche Sängerin. Okay. Für die Hilfsorganisation Fly and Help war Zimmermann in die Dominikanische Republik geflogen. Dort wurde eine Schlagernacht gemacht in der Dominikanischen Republik. Okay. Und wer ist das? Willow Smith schwebt zum Hit My Up ihres Bruders Jaden über die Bühne. Okay. Promis im Hippie-Himmel. 20 Jahre Coachella-Festival habe ich noch nie gehört. Was zum Teufel ist denn das Coachella Festival? In der kalifornischen Wüste das Coachella Festival seit 20 Jahren, das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Das höre ich heute zum ersten Mal. Alter, das ist so lecker. Aber klar, eine Kalorienbombe. Aber echt geil. Boah, das schmeckt richtig geil, ey. Emma Thompson wird 60. So. Also gut, wollen wir. Die Sportseite lassen wir sowieso weg. Dann können wir die gleich vom hier wegtrennen. In Baden-Württemberg sind ja Gemeinderatwahlen. Und ich hatte tatsächlich überlegt, mich als Gemeinderat aufzustellen. Hab die Papiere auch schon geholt. Weil auch einige gesagt haben, das wäre doch toll, wenn ich im Gemeinderat wäre. Und hatte dann auch fest vor, das zu machen. Den ersten Dämpfer bekam ich, als ich die Formulare bekam. Ich bin kein Formularmensch. Ich hasse Formulare.
Ich hasse vor allen Dingen komplizierte Formulare. Und wenn zu mir jemand sagt, du brauchst 20 Unterschriften, und ich sehe dann, dass man für jede 20 der 20 Unterschriften ein eigenes DIN A4-Blatt braucht. Ich sage euch was, der deutsche Staat regelt sich kaputt. Diese Formularwut, diese Regelungswut ist unglaublich. Und dann habe ich noch eine Woche hin und her überlegt und dann gedacht, wenn ich tatsächlich Gemeinderat wäre, was ja gar nicht ausgeschlossen ist, weil mich hier echt viele kennen, wenn ich tatsächlich Gemeinderat wäre, dann kann ich sowas dafür kann ich nicht mehr machen. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann nicht atmen. Ich kann nicht als Gemeinderat mich hinsetzen, ein Brötchen essen, dabei schmatzen, auf Ideen drüber schreiben und dann am nächsten Abend im Anzug in der Gemeinderatssitzung sitzen. Das geht nicht. Das geht nicht. Also müsste ich das hier aufgeben. Und entschuldigt bitte mal, meine Freunde, das hier ist mein Leben. Das hier ist mein Leben. Ja. Also habe ich den Gemeinderat aufgegeben. Ja. Okay. So, was haben wir denn da noch? Backbuch Dana Alte Krüger verrät ihr Geheimnis ihres Bestsellers. Mit ihrem Rezeptbuch Abnehmen mit Brot und Kuchen katapultierte sie sich auf Platz 1 der Amazon-Bestenliste. Ich habe schon 14 Bücher geschrieben. 14. Lässt ihr Buch in der Druckerei drucken. Irgendwann gehen meine Bücher auch durch die Decke. Irgendwann platzt der Knoten und ich habe ein Buch geschrieben. Dann schreibe ich ein Buch, was auch die Leute interessiert. Wisst ihr? Ich schreibe Bücher, die keine Sau interessieren. Aber irgendwann schreibe ich mal ein Buch, was auch jemand interessiert und dann gehen meine anderen Bücher auch mit. Ja, das ist so. Ja. Habe ich überhaupt 14 Bücher auf dem Markt? Auf jeden Fall sind es über 10. Ja, auf jeden Fall sind es über 10 Bücher, die ich jetzt schon geschrieben habe. Das 11. liegt schon bei mir auf dem Schreibtisch, nämlich über Wikinger. Das nächste, nicht das 11., das nächste. Über Wikinger. Ich habe ein Buch über Wikinger geschrieben, 160 Seiten. Und dann kommt eins über... weil meine Frau sich das gewünscht hat. Weil meine Frau sich das gewünscht hat, ein Buch über Serienmörder. Ja, ich kann nichts dafür, meine Frau hat sich das gewünscht. Dann möchte ich noch ein Buch schreiben über Westernhelden. Dann noch Firefox. Und wenn ich 60 bin, eine Hitlerbiografie. Und spätestens die geht dann eh durch die Decke. So. Das Problem bei den Büchern ist, dass ich glaube, jeden Monat 4000 Bücher allein in Deutschland veröffentlicht werden. Und wenn du dann keinen Verlag hast, der an dich glaubt und ein bisschen was vorschießt, was? Arkadius G. hat 18 Mal die Schwestern Bonnie und Angel vergewaltigt.
Der ist 3 Jahre lang noch draußen rumgelaufen. Und Arkadius war ein Freund der Familie. Sie war 14, als er sie zum ersten Mal vergewaltigt hat. Und er hat ihr natürlich gedroht, klar. Und hat sie fotografiert und dann natürlich gesagt, wenn ihr das meldet, kommen die Bilder ins Internet. Unglaublich. Unglaublich. Schwanz abschneiden. Schon wieder ein, oh, ich darf es ja nicht laut sagen. Ach Mensch, Leute. Aber es steht ja da. Da darf ich sagen. Syrer hat eine 16-Jährige vergewaltigt. Und es dauerte nur wenige Tage, bis er gefasst wurde. In den Bremer Wallanlagen vergewaltigt. Ostern! Ostern! Das neue Traumpaar der Sachsenklinik. Leute, ich habe noch nie die Sachsenklinik geguckt. Ach ja, genau. Die Vanessa Mai ist gerade einem Shitstorm ausgesetzt, weil sie so einen kleinen Busen hat. Leute, habt ihr keine anderen Probleme? Mir ist der Busen von der Vanessa Mai komplett schnurze. Ja, das ist eine süße kleine Maus. Und hat Körbchengröße A. Ist doch völlig egal, was die für einen Busen hat. Habe ich gestern schon gelesen, mit dem, dass die gerade einen Shitstorm hat, weil ihr Busen so klein ist. Sag mal, Leute, geht's euch noch gut? Unglaublich. Unglaublich. Wisst ihr eigentlich, dass ich noch nie eine Folge, noch nicht eine Folge von Games of Thrones gesehen habe? Noch nicht eine. Ist doch warum? Interessiert mich nicht. Ja, interessiert mich nicht. Ja. Und das mit dem Flughafen in Berlin versteht sowieso keiner mehr. 7,3 Milliarden Euro für einen Flughafen. Unglaublich. Ja. Meine lieben Freunde, ihr seht ja nichts Neues in Westdeutschland. Die gleichen Themen. Syrer vergewaltigen. Der Flughafen wird immer noch nicht gebaut. Vanessa Mai hat einen zu kleinen Busen und irgendwelche Bescheuerten hängen Gullideckel vom Brücken. So, hoffentlich sitzt dann meine Tochter nicht in dem gleichen Zug. Ich wünsche euch was, eine angenehme Woche. Ich gehe jetzt nochmal einkaufen, weil ich habe volles Haus zu Hause. Ich muss für 6 Leute kochen und da freue ich mich drauf. Jetzt schreibt er doch, hätte er Bart und dann bin ich zufrieden. Ja, wisst ihr immer. Ich mache immer am Schluss, mache ich das immer. Schreibt bitte, hätte er Bart, damit ich sehe, ob ihr das bis zum Schluss angeguckt habt. Und tschüss. Tschüssikowski.